Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 13 Sentinels Aegis Rim. Beim letzten Mal haben wir unter anderem erfahren, dass Kyuta Shiba nicht wirklich existiert, sondern nur Juro Izumi ist, der sich in Juro Kurabes Kopf eingenistet hat, um ihm Informationen über seine böse, dunkle Vergangenheit zu geben, über Filme und egal. Irgendwie sowas in die Richtung. Außerdem haben wir bei Shu Amiguchi weitergemacht, wo wir erfahren haben, dass 426, der Verbrecher, Kisaragis Androidenkörper übernommen hat, um ein bisschen für Unruhe zu sorgen. Ja. Belassen wir es einfach mal dabei, hier irgendwas zusammenzufassen, was in irgendeiner Folge passiert ist. Ist wirklich nicht sonderlich leicht. Ja, leider nicht. Hier haben wir noch eine Route offen. Die würde ich da gerade noch mal gerne machen. Und danach werden wir uns ein paar Kämpfen widmen. Also mal sehen, wie genau es jetzt dazu kommt. Vielleicht denken wir noch mal über ein paar Sachen nach. Back in my dream, he called himself Tetsuya. We look identical, but that's... Well, it's not just our names. He and I are totally different people. Ja, bist du dir da sicher? Also, komplett verschieden, vielleicht nicht unbedingt. In my dream, her soul was in an android body. That's gotta be the craziest feeling. What would it even be? Okay, das hatten wir schon. Vielleicht nochmal über Miyuki Inaba nachdenken. Die hat uns nochmal ein bisschen was gesagt in der letzten Folge. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was, aber irgendwie will sie uns halt auch informieren über das Projekt Arche. The way she describes it, these aren't just dreams and videos Karabe-kun and I see. They're actual events that happened in the past. The past of Tetsuya Ida. Okay, ja, sie ist cute. Ich weiß, sie ist cute. Der Traum von neulich vielleicht noch? Miyuki Inaba tells it. Those dreams weren't from the future like I thought they were. They already happened. Ja, das ist ein bisschen komisch, ne? Das ist ein bisschen komisch. Gut, das können wir auch noch kurz durchnehmen, damit das grüne Zeug weg ist. So. Also, was machen wir jetzt? Gucken wir nochmal hier rein einfach. I see Tomi Kisaragi in there. Ah, come on. What am I getting self-conscious for? It was just a dream. It's got nothing to do with anything I actually feel. Richtig, in Wirklichkeit magst du nämlich Yugi sehr gerne. Oder so zumindest ein bisschen gerne. Da ist sie auch wieder hinterher, oder wie sieht's aus? I see Yuki-chan. Scheinbar ist das ein Ja. Dann gehen wir mal hinterher, auch wenn sie das wahrscheinlich nicht will. Also, ich weiß nicht, ob das so in Ordnung ist, aber wir wollen Informationen ja auch. Und vielleicht hat sie Informationen für uns aus irgendeinem Grund. Yuki-chan! Oh Gott. Amiguchi! Und sie dreht sich direkt wieder zurück. I was just thinking about you. Destiny sure wants us to be together. Du hast sie verfolgt. What the hell are you talking about? So Yuki-chan. Didn't I tell you not to call me that? You like Hey C? I heard Vitamin C helps keep you healthy. Wow. Wow. Danke für die Information. I'm not drinking it for my health, dumbass. Not-chan used to drink it, that's all. Oh. Oh, ich dachte, weil es lecker ist. Ich meine, ich trinke das, weil es lecker ist. Also nicht unbedingt Hey C, weil das kenne ich nicht, aber... Gotta lay off the smokes anyway. So, I need something else to focus on. Ja, also, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich komme bisher ohne Zigaretten ganz gut klar und Apfelschorle, ja, passt zusammen, würde ich sagen. Total. You know, I came by bike today. Got it hidden away nearby. We could go somewhere right now. No. No, einfach nur no. Richtig, richtig trocken. How about the beach? I know a place with a great view. I said no. Komm schon, hör auf. Ich muss aber leider weitermachen. Ich habe keine Wahl, jetzt weiterzumachen. Wirklich nicht. What? You don't have any place you want to go? A place from back in the day? Somewhere with good memories? Got a place on your mind? Or is there a reason you can't go back? Of course not. I just got to thinking. Reminded me of my grandma on my mom's side. Haven't seen her since my parents divorced. You don't say. You set me up. Ja, schon irgendwie. Well, let's go. What? Let's go see your grandma. Das ist wirklich... What are you, nuts? She's not even in the city. Her place is in Hamanashi, a whole prefecture over. That's what I thought, dumbass. It's too far. No, let's do this. I want to go too. Warum willst du das? That's just about 100 kilometers one way. Huh? Come on. Hey,
away! This is the perfect chance to check something. After what I heard from the TV last night. Ooh. I've gotta find out. Okay, was genau gibt es da, was damit zusammenhängt? Habe ich irgendwie nicht richtig zugehört, wahrscheinlich. Shukun, let me tell you where you are. What do you mean? This is my house. Oh, das hat sie, glaube ich, beim letzten Mal nicht gesagt. Also, das habe ich zumindest nicht mehr, ja, zu hören bekommen. That's not what I meant. Think bigger. Aha. Everything in this city. It's an isolated enclosure. Just 30 kilometers in diameter. Ich bin so glücklich. Enclosure? But we still get news from all over the world. You're telling me we're closed off? Alles fake. No, that's too much. That's a reasonable reaction. So. Das ist halt die Frage. Das ist halt das, was ich mich von Anfang an gefragt habe. Wieso fällt das niemandem auf? Ich meine, kommt niemand mal auf die Idee, woanders hinzufahren? Wurden deren Gedanken irgendwie so manipuliert jetzt über die Neuralinks oder sowas in die Richtung, dass die gar nicht mal auf die Idee kommen, oh, ich würde jetzt gerne mal in eine andere Stadt fahren, ich würde mal gerne mal meine Familie besuchen. Wir wissen auch, dass unsere Großmutter gerade anscheinend in einer anderen Stadt oder so unterwegs ist oder sogar im Ausland, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall ein Stückchen weg. Das ist ja dann offensichtlich auch nicht wirklich wahr. Wo ist sie dann in Wirklichkeit? I'm going to unlock a part of the Suwabuki Bypass. You should now be able to see the truth. Geh zum Rand der Welt. Ja, ich will den Rand der Welt wirklich sehen. Holy shit, gehen wir da wirklich jetzt hin? Ich bin so gespannt. Wow! What the hell? Das ist wirklich so ein guter Twist. Was habe ich noch nie gesehen in die Richtung? So Zeitschleifen-Stuff. Finde ich cool, ich liebe das. Aber es ist halt... Das kennt man. Auch wenn es immer wieder coole neue Möglichkeiten gibt, um das zu nutzen, das kennt man. Aber das ist was ich noch nie in die Richtung gesehen habe und das finde ich richtig, richtig cool und kreativ. Huh? You say something? You ever think anything through on the Gucci? Hey, I can get us back within 2 hours. Home before sundown, easy. Don't worry about it. How about you tell me a little bit about your grandma? She's out in the boondocks. Nothing but rice patties. Yeah? Used to go to her place every summer. Walking between the fields in the mornings to do radio gymnastics with everyone. No kidding! I did the same thing in the countryside when I was a kid. In the afternoons, Grandma would give us some watermelon. We'd swim in the river and catch fish with our bare hands. Then we'd go catch cicadas off the old Zelkova tree. That's weird. What? My grandpa had a Zelkova on the hill behind his house, too. Huh, das ist wirklich ein interessanter Zufall. Fast so, als hättet ihr alle dieselben Großeltern, die gerade weit weg sind. Fast so, als hättet ihr keine Großeltern. Oh, yeah? And the river, the watermelon, it sounds exactly like what I remember. Okay, ja. Langsam fügt sich alles zusammen, es sind wirklich alles nur Fake-Erinnerungen. Not that weird. Doesn't everyone remember the same stuff from vacations in the country? No, but that's exactly what is weird here. Ja, was genau? Well, we're almost 15 kilometers from the middle of the city. This tunnel should end around the prefecture line, so... Tja. Und das sieht nicht aus wie eine normale Straße. Ganz und gar nicht. What the hell is this place? Und das ist nie irgendwem... so zufällig aufgefallen? Ich meine, da sind auch gerade Autos auf der Straße lang gefahren. What's going on? Naja, gut, schauen wir erstmal. This is what she was talking about. This sure doesn't look like a construction site. It just goes on forever, above and below. I can't even see the end. Tja, die Welt ist wohl nicht ganz so aufgebaut, wie wir es bisher erwartet haben, nicht wahr? The outer walls. But what the hell is it? How do we get through? I don't know if there is a way through. What if all our memories from outside town are fake? What if everyone's been convinced that an outside even exists? No way. I can't believe it either. How could I? It'd mean this 30-kilometer enclosure. This
isolated city is the only world we've ever known. Tja, aber scheinbar passt das ja alles zusammen. Das ist so cool, ich liebe das so sehr. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich das liebe. Also ich kann es gar nicht ausdrücken, wie sehr ich das liebe. Wir sind jetzt mit der Story. Also nur mit Abenteuer hier. Wenn ich das jetzt sogar noch rausrechne, wo ja auch noch Story passiert nebenbei ein bisschen. Sind wir nicht mal zur Hälfte durch. Okay? Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt schon mehr Plot-Twists hatten, als zum Beispiel in der gesamten Zero-Escape-Reihe insgesamt. Und zum Beispiel Zero-Escape und nicht nur Zero-Escape, also eigentlich die meisten Spiele dieser Art machen es halt so, dass sie sich die großen Twists bis zum Ende aufheben. Und immer alles ein bisschen, es gibt immer zwischendurch kleine Twists, ja, aber alles Große kommt zum Abschluss. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt hier schon mehr große Twists einfach so mittendrin hatten, als da dann beim Finale jedes einzelnen Teils zusammen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls fühlt es sich für mich so an, dass es ist, ich kann nicht glauben, dass jemand diese Geschichte geschrieben hat. Es ist viel zu viel. Aber im positiven Sinne ist es viel zu viel. Na gut, wie gesagt, bevor wir dann uns noch einen weiteren Charakter angucken, begeben wir uns jetzt erstmal wieder in den Kampf und hier, ein Boss. Wie schön. Auch direkt ein bisschen was anderes dann wohl. Ich wusste gar nicht, dass es unbedingt Bosskämpfe hier gibt. Achso, ja. In dieser Welle begegnen dir große fliegende Kaiju. Diese fliegenden Kaiju verfügen über viele TP, weshalb Luftabwehrwaffen mit niedriger Waffenkraft nicht viel gegen sie ausrichten können. Bodenwaffen sind effektiv, können fliegende Gegner aber nicht erreichen. Ja. Okay. In solchen Situationen sind EMP-Waffen wie der EMP-Köder nützlich. Er erlaubt es Sentinels der ersten Generation, Waffen mit ihren mächtigen Bodenwaffen zuzusetzen. Schalte in der Waffenanpassung eine EMP-Waffe frei und rüste sie aus. Ja, würde ich gerne tun dann. Ich glaube, ich sollte mich erstmal ausruhen von dem Bosskampf vielleicht. Denke ich gerade so drüber nach vorbei. Es geht ja noch einigen hier gut, ne? Ready. Not a problem. Understood. Okay, yeah, got it. Das sind jetzt 6, naja, das sind 6 von 6 jetzt. Könnten wir theoretisch gesehen so machen. Jetzt bräuchte ich halt einen von der... Du bist der Einzige hier aus der ersten Generation, ne? Dann muss ich noch jemanden wieder rauswerfen. Ich packe mal... Ja, ist egal, erstmal. So, bei euch beiden, ne? Was? Nein, was? 140% habe ich halt, ne? Ich weiß nicht, wie wichtig das ist, aber das sind ja die Punkte, mit denen ich... Sind das die Punkte, mit denen ich Sachen freischalte? Nee, lass mal noch eben. Wir gucken noch mal eben, wie weit wir kommen. Aber ich... Oder kann ich das schon irgendwie freischalten? Warte mal. Wenn ja, wo? Hä? Übersehe ich irgendwas Offensichtliches? Ich weiß es nicht. Ach, da oben! Ja, doch, hier, Metasystem. Da, Metasystem Level 2. Oh, wow. Ich hätte das die ganze Zeit schon kaufen können. Meinetwegen auch noch höher und... Hier, ich bekomme auch Punkte-Multiplikator. Werden verdoppelt. Verdreifacht. Ja. Ich glaube, das sollte ich mir mitnehmen. Erhält der Metaschips, wenn um das... 1,2-fache. Warte mal, was ist da Punkte? Was sind Punkte? Was sind das Erfahrungspunkte? Achso, dann ist das was ganz anderes nochmal. Okay, okay, dann sollte ich aufpassen. Trotzdem nicht so viel verschwenden dafür. Auch wenn ich den Punkte-Multiplikator wahrscheinlich auch gebrauchen kann, prinzipiell. So, das reicht jetzt mal Level 5, glaube ich. Behebt 30% der Terminal-Schäden. Warte mal, Achso, das ist eine Fähigkeit. Das ist eine Fähigkeit, die ich dann nutzen kann. Okay, okay, ergibt Sinn. Damit kann ich uns heilen. Damit kann ich unsere EP auffüllen. Nett. Sehr nett. Ich denke, das sollte ich wahrscheinlich nur Sachen kaufen. Ruft 4 Typ 98 Zweifüßer herbei. Okay. Das sind ja auch nicht schlecht. Holen wir das mal? Schwerkraftfeld, das Deimos anzieht. So viele coole Sachen prinzipiell.
Aber ich denke, ich sollte erstmal sowas wie Heilung vielleicht auch einfach kaufen. Erhöht die Anzahl der Mitgliederfähigkeiten einsetzt auf 2. Das kaufe ich auch gerne. Oh, ich verschwende, glaube ich, gerade sehr, sehr viele Punkte, Leute. Ich werde das alles noch bereuen eines Tages. Das kostet aber nur 1000 hier. Das nehme ich beides dann einfach mal. So, jetzt, was ich eigentlich tun wollte, bist du. Nein, immer noch die falsche Taste. Hm. Ja, wir direkt viel mehr Möglichkeiten. Level 7 haltet man schon die letzten Sachen frei. Ich hätte mir das vorher freischalten sollen und dann überlegen sollen, was ich jedem kaufe, weil das habe ich halt jedem dieselben Fähigkeiten quasi gekauft, gefühlt. So. EMP-Köder. EMP-Stoß. Also, ja, um den Sentinel herum. Was davon ist sinnvoll? Das kostet halt mehr. Also kaufe ich mal hier das vielleicht bei dir. Guck mal, du hast ja auch den Köder. Dann kaufe ich bei dir den Köder mal. Und dann gucken wir gleich mal. Verteidigungsmodus. Sicherung entfernen. Entfernt die Sicherung des Sentinels. Verringert Belastbarkeit um ein Drittel. Verdoppelt Tempo und Angriff. Das ist auch nicht verkehrt. Oh, so viele Punkte kostet das alle. Was tue ich denn nur? Ich glaube, ich werde das alles bereuen, was ich gerade tue. Dank eines leistungsfähigen Kühlsystems wird die Abkühlzeit um 30% verringert. Das ist auch cool. Das ist auch gar keine Fähigkeit, oder? Aber ich muss sie trotzdem ausrüsten. Okay, ja, stimmt. Dann bin ich jetzt auch erstmal voll. Bei dir dann bitte auch das noch ausrüsten. Dann bin ich auch bei dir voll. Okay, dann kaufe ich jetzt nichts mehr. Ich bin zufrieden. Wir haben sehr viele Punkte verschwendet. Also ihr seid nicht daran schuld, dass ich Punkte verschwende. Wir gucken jetzt mal, wie der Bosskampf so läuft. Okay. Welle 5. Inwiefern ist das jetzt ein Bosskampf? Is that a bomber? You see that, Ogata? Looks familiar, right? Oh, that interstellar development stuff we saw. Back in the dead kaiju. Teil des Weltraumprojekts. Ist das so? Haben wir das gesehen? Ach, keine Ahnung. Can we get any more info out of the Sentinel computers? Wait, I think I've seen this. The command ship had some data on this trilobite guy. Hold on. Looks like we're seeing a Terra carrier. It's a transport craft for carrying resources. Okay, but what's it carrying? This thing's gotta be more than just a big-ass turnip truck. Says here it can take atmospheric movement and re-entry. The hull's surrounded by magnetic repulsion. A magnetic field? So, like, it'll deflect our shots? We don't know anything about its payload. But it seems hell-bent on delivering it. Whatever the hell it is, it ain't gonna be fun. Ich denke, Bomben klingen schon ganz realistisch tatsächlich als Idee. Okay, machen wir ihn kaputt. Tatsächlich, zerstöre alle Terra-Träger. Alle? Gibt es mehrere oder steht das nur so als Standardsatz? Ich hoffe mal, dass es da nur so steht. Gut. Schauen wir mal. Wollen wir uns einfach erstmal bewegen oder... da komme ich nicht wirklich halt dran mit, aber warte mal, das kostet ja gar nichts. Also kann ich das sowieso einsetzen. Das geht aber nicht so weit. Ja gut, dann bewegen wir uns erstmal. Okay. Ich hätte direkt was mit jemand anderem machen können, habe ich jetzt nicht. Hupsala. Da um die Ecke laufen. Ein paar von... Oh, wobei, das nimmt der eh nicht mehr mit. Ach, die sind in der Luft. Die sind in der Luft da oben. Dann laufe ich erstmal dahin. Was? Ach, am Ende muss ich aber in Gegnern landen. Das ist ja blöd. Ich dachte... Das ist gar nicht das, was ich dachte. Das ist das, was über Gegner drüber rennt, quasi. Na gut. Okay, machen wir jetzt was anderes, bevor ich weiter dumm bin. Genau, das ist eine passive Fähigkeit. Das dachte ich mir doch fast. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. So, dahin und weg damit. So, jetzt nochmal jemand anderes direkt. Du kannst... Hast natürlich das Kraftfeld, das ist gar nicht mal schlecht, aber du kannst erstmal Multiraketen jetzt schicken. Ach, dann bist du auch da drüben, ne? Genau. Du wickst dich ja mit. Aha. Sehr nett. Ich glaube, ich mache mir bei den meisten Kämpfen aktuell noch zu mehr Sorgen, als ich es machen müsste, weil es gar nicht so schwer ist erstmal, aber... Aber hey, lieber zu viel Sorgen als zu wenig, nicht wahr? Besser als, dass ich das halbe Spiel über nur S-Crofts reinspamme und dann am Ende merke, oh...
Ich muss ja mir Mühe geben bei den letzten zwei Kämpfen plötzlich. Das ist ja ein komisches Gefühl. Also, ein paar von euch werden vielleicht verstehen, auf welches Spiel ich anspiele, aber da gibt es ein Spiel. Okay, ich will jetzt erstmal den meisten Kleinkram, glaube ich, los. So ziemlich. Oh, aber der schickt auch ganz schön viele Flugsachen direkt rüber. Da kannst du dich ja dann notfalls vielleicht gleich drum kümmern. So. Okay, der schießt nur so weit. Dann würde ich gerne mich tatsächlich noch weiter bewegen erstmal. Bis hierhin sollte reichen. Genau, du kannst die EMP-Welle mal gucken. Wie es damit aussieht. Das trifft auch die anderen. Ja, dann mach das mal hier. So, das hat schon mal Schaden gemacht. Oh, das macht trotzdem sehr, sehr wenig Schaden bei dir. Ach, du bist jetzt aber auf dem Boden. Ne? Das ist der Sinn der Sache. Ja, das ergibt tatsächlich Sinn. Ich geb's zu. Sogar panzerbrechend. Geh mal da drauf. Oh ja, das macht ordentlich Schaden direkt. Oh, aber der hat trotzdem viele Leben. Der hat trotzdem natürlich sehr viele Leben. Das gebe ich durchaus zu. Wir stellen mal ein Wachgeschütz auf hier. Für den Kleinkram. Nur für den Kleinkram einfach. Ja, da sind ein paar, die kommen gleich an. Aber die werden erstmal jetzt weggeschossen. Gut, das ist, was ich haben wollte. Auch nochmal drauf. Auch nochmal Schaden, auch aus der Entfernung. Und drauf da. Boah, okay. Gut, ja, das ist kein Problem. Das ist alles kein Problem. Ich habe mir Sorgen gemacht, aber... Ja? Achso, ich muss ja das EMP-Zeug noch einmal machen. Tut mir leid, ich habe es jetzt gerade immer noch in dem Modus. Ich muss EMP-Sachen nutzen. Die habe ich mir extra dafür geholt. Aber nein. Es ist vollkommen irrelevant gerade. Ich sollte einfach nur mich auf Schaden konzentrieren. So, Shredder. Hat die EMP-Sachen auch gar nicht upgraded oder so. Und okay, jetzt bitte zu Ende bringen hier. Sollte das schon gewesen sein? Das war ja noch nicht so sonderlich schwer, aber war wohl eher ein Tutorial für Bosskämpfe, denke ich einfach mal. Das war sehr simpel. Okay, ich nehme alles zurück, Alles, es geht jetzt los. Hijiyama-kun. Use the phase plasma EMP. The flying kaiju will lose control and drop out of the sky. Ja, klar, das ist ja die Fähigkeit, die Meta-Fähigkeit. Good for me, but what about the city? So, Phasenplasma EMP. Jetzt lohnt es sich richtig. Ich kann ja auch zweimal solche Sachen nutzen. So, jetzt sind nämlich alle direkt auf dem Boden gelandet. Die ist direkt drauf. Ah ja, trifft leider wirklich nur die vorderen jetzt. Aber alles gut. Wir können das noch oft genug nutzen, alles hier. Okay, ich konzentriere mich aber auf die. Ich glaube, die sind recht schnell weg. Ja, wenn ich das da drauf haue, dann ist das kein Problem hier alles gerade. Langstreckenraketen nochmal. So. Beide sogar getroffen damit. Und nochmal der Shredder. Ja, einfach drauf. Der ist dann schon mal weg. Gut, immer noch kein Ding. Alles kein Ding. Ja, ich weiß, aber einer ist doch da. Ja, aber das ist ein interessantes Thema. Also verschwinden die Sachen einfach, ich glaube, das hatten wir schon mal angesprochen, dass sie einfach verschwinden. Nee, gar nicht. Das hatten wir gar nicht angesprochen. Wir hatten das Thema, dass ja die ganzen Personen einfach verschwunden sind. Wir haben ja nirgendwo Leichen oder so von den Personen gefunden, die ja bei den Angriffen getötet wurden. Das heißt, sie verschwinden einfach. Und die Maschinen genauso? Oder wie muss ich das gerade verstehen? Da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, wie ich das genau verstehen soll. Gut, das schießt auf jeden Fall nicht weit genug. Ich platziere einfach noch einen Wächter mit dir. Du kannst ruhig da bleiben. Das ist schon in Ordnung, das reicht mir. Und du springst damit einfach drauf. Genau. Und du bringst es jetzt zu Ende. So. Dann war's das. Außer, ich nehme es, ich sag noch nicht zu früh. Nicht, dass gleich noch mehr auftauchen plötzlich. Also 5 um uns herum. Alle Terra-Träger zerstört. Und das war's. Okay, ja, das war trotzdem noch sehr simpel.
Aber okay, ich blicke dann so ein bisschen durch das Kammersystem trotzdem durch, mehr als vorher auf jeden Fall nochmal. Dadurch jetzt. The terminal is now completely sealed off. We did it. Also vor allem halt, wofür der EMP-Stuff so da ist. They've changed targets. The next terminal is just over there. They're already on the move. Can't even let us catch our breath, huh? I haven't hit my operating limit yet, but I'll be dismounting the Sentinel temporarily. Whoa, hey, then who's taking point? Quato need orders to kick some ass. Sentinel, activate! You can relax, kids. I'm back in the fight. I won't be long. I'll leave the rest to you. Fine then. Let's roll, Yuki-chan. Yuki, du warst gerade im Kampf dabei die ganze Zeit. Über wovon redest du? Ist ein bisschen schade, dass die Sachen nicht darauf angepasst sind, wer wirklich dabei ist, weil das ergibt manchmal wirklich wenig Sinn. Na gut. Das war sehr machbar. Ich habe jetzt gar nicht vorher auf die Ziele geguckt, ist mir aufgefallen. Ich habe also auf die Bonusziele. Das tut ein bisschen leid. Ich hoffe, da habe ich jetzt nichts Wichtiges übersehen, aber wahrscheinlich schon, wie ich es so gewohnt bin. Für das Heimatland, Motorradfahrer. Okay. Punkte sind gut. Rang S, bin ich auch sehr zufrieden mit auf jeden Fall. Dafür erhalte ich Jäger. Und... Oh, maximal 4 Einheiten im Angriffsteam. Okay, ja gut, das habe ich wirklich nicht gesehen, das gebe ich zu. Das hätte es dann auf jeden Fall nochmal ein bisschen voller gestaltet. Kennzeichen funktionsunfähig. Ja, das ist... die anderen Sachen waren natürlich simpel. Weiter zur nächsten Welle. Oh, euch geht's wohl wieder besser. Ich sehe schon, also außer dir, du hast einen Burnout gerade. Das heißt, sie ruhen sich von selbst aus nach der Zeit. Okay, das ist also gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ja, wobei ich... Ja, ihr beide seid jetzt halt die ich am besten ausgerüstet habe mit den EMP-Sachen. Dann nehme ich erstmal dich noch mit auf jeden Fall als Generation 1er. Und schaue, dass ich ansonsten... So, das sind jetzt 6 von 6. Ich gucke noch ganz kurz hier... ja, in die Upgrades rein. Okay, so viel konnte ich gar nicht mehr holen, weil ganz ehrlich gesagt, wir sind einfach langsam ein bisschen out of chips, um es mal so zu nennen. Ja. Oh Mann. Everyone here? Is it just me or is my robot a little slower than everyone else's? The second generation Sentinels are more heavily armed than other models. But also more heavy in general. Ah, okay, das ist also die Besonderheit der zweiten Generation. Ja, den Unterschied zwischen der zweiten und dritten Generation wusste ich jetzt noch nicht so genau, also was die für Besonderheiten haben, nur von der ersten und der vierten. They're well over 2000 tons. So careful where you step. Don't want to crash through some underground structure. The fusion reactor on it is pretty heavy, but its energy output is off the charts. Enough that it can power a plasma arc fusion cutter. Once you know how to use that, you'll be slicing up kaiju like a knife through butter. Their original purpose was to break down massive pillars for high-rise buildings. Of course they'd be heavy, but in a close-quarters fight, that 1,300-ton grip strength will come in handy. Second-generation models are linked to a squad of support units, too. They'll respond to distress calls. If you can figure out the best time to use them, you might just turn the tides of battle. I don't know if I can remember all that. Ich auch nicht, ganz ehrlich gesagt, aber ich versuch's auch gar nicht erst. Wir kümmern uns erstmal einfach ums Kämpfen und Zerstören. Entschlossenheit? Was Entschlossenheit? Das sind wahrscheinlich irgendwelche Bonusfähigkeiten, von denen ich weiß nicht genau, was sie machen, ganz ehrlich gesagt. Aber es gibt sie. Da kommen die Gegner gleich, okay? Ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob ich irgendwo schon mal Wachgeschütze aufstellen kann. Zum Beispiel hier. Stellen wir das mal hier auf. Das kann einfach über die Straßen so rüberschießen. Das ist ja gar kein Problem eigentlich. Wir haben ja eigentlich eine recht hohe Range. Aber ich glaube, sonst war es das auch erstmal schon wieder. Ach nee, hier, du kannst auch noch Wachgeschütze. Dann stell du deins, bitte. Hier so auf die andere Seite. Da kommen schon auch noch Gegner her. Bin mir sicher. Hoffe ich einfach mal drauf, jedenfalls. Also warte ich jetzt ganz kurz. So, und jetzt. Nein, jetzt. Da sind sie. Multiraketen. Da, mitten rein, bitte. Hat noch nicht gereicht, auf jeden Fall. Schwere Schienenkanone. Trifft nicht ganz, was ich will. Langstreckenraketen. Das könnte passen. Sind noch nicht alle tot, aber jetzt sind sie alle tot.
Dank meines Wachgeschützes, des einen... Okay, da kommen auch schon die nächsten. Dann warte ich ganz kurz. Ja, gleich. Gleich, Leute. Ah, jetzt. Immer warten, bis sie gerade ankommen und dann die Angriffe verwenden. Nicht irgendwann vorher. Wobei ich mir die auch noch hätte Wachgeschütz aufstellen können. Das wäre doch gut gewesen, wenn ich es vorher gemacht hätte. Weil ich finde, das ist einfach das Sinnvollste. Ganz viele davon aufzustellen, dann hat man einfach schon die ganze Zeit ein bisschen Unterstützung, ohne dass man unbedingt dafür Angriffe nutzen muss im Nachhinein. Überall um uns herum einfach aufstellen hier. Die schießen ja wirklich weit. Und trifft noch einige Gegner auf einmal. Ja, das ist das Sinnvollste, was ich tun kann. Ich sollte mir eigentlich immer mehr davon mitnehmen, die sowas auch wirklich können. So, gern da die Langstreckenraketen drauf. Da war es nämlich auch wieder mit euch. So, da kommen wir den nächsten. Okay. Was? Okay. Ja, ja, da kommen noch mehr Gegner, ist schon klar. Falls du mir das gerade sagen würdest, die sind doch gepanzert, ne? Ja, klar sind die gepanzert. Bündel, Laser. Trifft beide. Gut, wo haben wir noch was? Genau, Schredder natürlich, aber dafür muss ich erstmal da ein bisschen näher dran. Ich sollte mit dir ja sowieso in den Nahkampf gehen, glaube ich, langsam. Oh, da kommen einige von der Seite. Mal rein da. Okay, hat nicht so viel Schaden gemacht, aber wir haben noch ein paar Wachgeschütze auf der Seite, also alles gut. Ich sollte mit dir gleich auf jeden Fall erstmal aufladen, aber bis dahin... Okay, das reicht nicht, dann... Was? Kann ich jetzt... Sind deine EP schon wieder aufgefüllt worden gerade? Wie ist das passiert? Ist nicht verwirrt? Okay, meinetwegen. Ich beschwere mich aber auch nicht. So. Jetzt aber den Schredder nutzen. Rauf da. Und weg. Du kannst erstmal EP laden. Du solltest da mal ganz kurz weggehen tatsächlich vielleicht. So ein bisschen jedenfalls. Und nochmal kurz warten. Ich habe gesagt warten und jetzt sagst du. Oh Gott, okay, hast du irgendwas? Ja, du hast panzerbrechende Munition. Drauf da. Auch wenn das nicht wirklich viel Schaden gemacht hat, zugenommen hast. Okay, es kommen aber sonst gerade noch keine Gegner, also kann ich mich auch erstmal wirklich entspannt hier hinbegeben wahrscheinlich. Ich gehe mal so nach... Oh, wie schnell bewegen sie sich wohl? Keine Ahnung. Oder bewegen sie sich überhaupt? Kann auch sein, dass sie das gar nicht tun. Ja, das hat alles nicht so viel Sinn gerade bei den Gegnern. Du kannst einfach mal nichts tun. Das fühlt sich halt blöd an, wenn ich nichts tue. Ich bewege mich halt mal hier rüber, da kommt bestimmt gleich Gegner her oder so, dann kannst du irgendwas Sinnvolles machen, keine Ahnung. Aber manchmal weiß ich halt echt nicht, was ich mit den, ja, mit meinen Einheiten tun soll, weil sie einfach nichts zu tun haben gerade. So, jetzt aber den Schredder da drauf. Wenn ich beide treffe, damit am besten auch. Hallo? Kann ich nicht? Muss doch gehen. Doch gerade auch beide, oder nicht? Ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, es geht gerade wirklich nicht. Aus irgendeinem Grund. Schade. Okay, ich habe noch beide getroffen, aber der andere ist einfach nicht gestorben. Okay. Dann ist es wahrscheinlich auch gerade passiert, dass einfach nur der eine noch zufällig mitgestorben ist, weil er gerade, ja, schon so wenige Leben noch hatte. Keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung. Warum kommt da eine Rakete her? Okay, schieße mal drauf. Soll ihm recht sein. Ich habe schon wieder nicht auf die Bonusziele geguckt. Ich vergesse immer auf die Bonusziele zu gucken. Fällt mir gerade so am Rande wieder auf. Das reicht immer noch nicht, das ist doch panzerbrechend. Was soll der Scheiß? So, aber die Wachgeschütze haben es gerissen. Das war schon wieder. Ja, das war wirklich simpel. Das war wirklich, wirklich simpel. Vielleicht sind es auch für die Upgrades, die ich jetzt geholt habe. Vielleicht waren die Upgrades zu krass. Und was ist mit ihr? Oh wow, vielleicht sollten wir zum nächsten Terminal gehen. Kisaragi, the girl is... I know.
I'll get back to the battle once Miwa goes safe. Ist jetzt mit Chihiro unterwegs aus irgendeinem Grund? Okay. Ach ja, dieses kleine Mädchen. Wozu? Gar keinen Schaden bekommen. Gar keinen Schaden heute bekommen. Das ist doch wirklich lächerlich. Weiß nicht, wie das funktioniert hat. Aber ich beschwere mich auch nicht. Ich komme sehr gut klar, damit dass ich auf schwer spiele. Wow. Wow, einfach nur. Weiß nicht, wie ich beim einmal nur B bekommen habe, warum das gerade so schlecht lief. Das verstehe ich immer noch nicht so ganz, aber war wohl so. Guck mal. Nur zweite Generation, dritte Generation im Angriffsteam. Ja, auf sowas habe ich wieder mal nicht geachtet, wie gesagt. Zur nächsten Welle. Eine machen wir heute, denke ich, noch. So, jetzt gucke ich erstmal. Miura im Angriffsteam. Das riecht doch hin. So, Miura, du bist jetzt im Angriffsteam dabei. Dafür werfe ich dich raus. Ich nehme dich wieder dazu. Ansonsten muss ich auf nichts aufpassen, großartig. Warte mal, ich nehme noch jemanden raus. Aber ich will euch halt auf jeden Fall dabei haben für die, ja, Wächter-Dingsteile. Wächter-Dingsteile, genau. Was kannst du? Ist auch nicht schlecht eigentlich. Aber ich glaube, ich werfe dich erstmal ganz kurz raus. So. Ich habe gar keine vierte Generation, aber okay, vielleicht ist das nicht so sinnvoll. Vielleicht sollte ich es ein bisschen besser aufteilen. Ich gebe es zu. Dann werfe ich einfach mal, ich weiß doch gar nicht, dich rein. Meinetwegen werfe ich jetzt dich rein. So, nächster Kampf. Es ist immer noch ein bisschen, ja, nach Zufall entschieden oder nach worauf ich gerade Lust habe. Ich gebe es ja zu, da ist nicht, stecken nicht so viele Gedanken hinter, wen ich gerade mitnehme und wen nicht. That kaiju just looks like it's got a big fan on it. What even is that thing? That's an Apsos. More officially, it's an APS feeder. Oh, that one. They're pretty nasty to fight. Oh, das ist cool. Das wird Spaß machen bestimmt. Probably easier to say it's like a support kaiju that can give other kaiju shields. It's got shields? A shield matrix. The fourth gen sentinels have those as well. Genau, die können wir auch nutzen tatsächlich. Oh, I get it. Like the one on Amiguchi-kun's sentinel. Your own third-gen unit should have a weapon that can disable that, too. The EMP stunner. I think that's the one. Okay, ja, den brauche ich also dafür. That'll stop the D-forces in their tracks with an electromagnetic pulse. The EMP should also deactivate any shields they have up, too. That said, he'd be better off destroying them before they get the shields up at all. Gut, wir versuchen es. Wir versuchen es auf jeden Fall. Entschlossenheit, ich beschütze euch. Das sind sehr schöne Sachen, die gefallen mir prinzipiell schon mal. So, wir gucken erstmal, wir sind hier auf der Karte, also kann ich ein bisschen da was rüberschicken. Da auch. Hier wird wohl nicht so viel herkommen, wahrscheinlich, wie ich von aus jedenfalls. Wir fangen an auf jeden Fall, wie immer, mit ein paar Wachgeschützen. Hier darf ruhig eins hin. Und dann Fuyusaka direkt mit einem eigenen. Meinetwegen so ungefähr dahin. Ich denke, das ist dann erstmal ganz sinnvoll. Und dann kümmern wir uns jetzt um den Angriff. Multiraketen. Die ganzen Sachen, die in der Luft rumfliegen, schon mal weg. Ja, so gut wie. Ja, Mira hat nichts, was mir gerade hilft. Warum soll ich ihn nochmal mitnehmen? Ich weiß es nicht so ganz. Egal, er ist jetzt dabei. So, und du bist schon mal zerstört, aber kommt bestimmt gleich noch mehr davon. Das war's wohl noch lange nicht damit. Sonst wär's mir nicht extra erklärt worden, das wäre ein bisschen traurig, alles. Ja, ja, life comes at you fast, indeed. Du kannst näher dran gehen. Ogata eigentlich auch. Hallo? Da. Wobei, du kannst einfach mal dahin schon mal gehen und ich gucke, dass du stattdessen schon mal Multiraketen darüber schickst. Okay, das sind tatsächlich andere Gegner. Nicht, einer von den Schutzschildtypen. Hätte jetzt erwartet, ich komme jetzt ganz schön oft erstmal vor. Ach, das sind aber die Minen, da muss ich aufpassen, dass sie nicht hochgehen. In unserer Nähe. So. Oh, hat nicht so viel gebracht wie ich. Oh, ich glaube, das fliegt gleich hoch, das Teil. Ich kann nur dich nutzen. Oh Gott. Das ist nicht angenehm. Wie nah komme ich dran? Nicht sonderlich nah. Sturmangriff auch nicht. Doch, ich will dich nur weghauen. Oh, okay, und hat das mit zerstört. Geil, großartig. Und da hinten ist übrigens noch einer von den Schilden.
Habe ich gar nicht bemerkt. Ich stelle noch, da kommen gleich mehr Gegner her, also schieße ich da noch ein Wachgeschütz hin. Jetzt bist du dran. Langstreckenraketen. Na gut. Oh, so viele Wachgeschütze. Das fühlt sich richtig gut an, Wachgeschütze zu haben. Wisst ihr das? Das ist das Befriedigendste von allem. So. Einfach eine große Wand aus passiver Verteidigung zu haben, das ist das Beste von allem. Für mich einfach. So, du bewegst dich auch weiter darüber. Nichts machen, nichts machen, Leute. Nichts machen. So, jetzt was machen. Oh, du bist da. Du warst sogar noch ein Bossgegner. Wie kann das denn sein? Wer von euch hat denn irgendwas mit EMP? Du hast EMP-Welle. Rein da. Genau. Und Ogata kann direkt mit Schredder da rein vielleicht. Genau. Here comes the pain. Finde ich super. So, und das auch noch rein. Oh, ich sehe schon, aus der anderen Richtung kommen auch noch gerade auch Gegner. Muss ich gleich darauf achten, auf jeden Fall. Schwere Schienenkanone mal kurz da drauf. Wobei, das hat gereicht, ne? Ich glaube, er ist jetzt... Ja, genau, ist zerstört. Sehr schön, aber da kommen die Nächsten. Oh Gott. Multiraketenwerfer. Oh, das kann ich damit bewegen. Ich dachte, muss ich auch dafür bewegen. Nö, anscheinend nicht, anscheinend nicht. Wir wurden auch nicht alle zerstört, aber den Rest kriegt ihr schon hin. Wir bewegen uns auf die andere Seite. Du auch. Ganz kurz. Oh Gott, ist das hier unübersichtlich? Nein, 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 du machst keine unnötige Schleife. Lade deine EP bitte auf. Vielleicht lasse ich dich zumindest auf dieser Seite. Auf jeden Fall, der Fall, wenn du weißt, was noch kommt gleich. Es ist gerade richtig egal, habe ich das Gefühl, wo ich die Wachgeschütze genau aufstelle, weil die einfach überall hinschießen. Die haben ja, weiß ich was für eine Range. Meiner Meinung nach zumindest momentan. Na, mach einfach nichts. Zwei von den Schildtypen. Weg mit dir. Ogata ist jetzt auch da zumindest. Das reicht wahrscheinlich noch nicht. Wir haben wirklich weiter. Das schießt zwar. Okay, die sind direkt weg, die Schüsse. Also da können, die bringen nicht mal was. Die bringen euch echt nicht mal was. Mal wegen Langstreckenrakete drauf. Oh, da oben rechts kommen noch mehr Gegner. War eine gute Entscheidung. Ich wechsle die ganze Zeit. Kann ich deine wechseln? Kann ich. Bitte darüber stattdessen. Deine EP sind wieder aufgeladen. Nett. Noch ein Wachgeschütz. Warum auch nicht? Die verschwinden ja nicht oder so. Also ich meine, die können zerstört werden, glaube ich, aber bisher passiert das noch gar nicht. Vielleicht kommt das erst später dazu. Weil sonst sind die ein bisschen OP vielleicht. Weiß ich nicht. Ich lasse sie trotzdem hier auf der Seite erstmal. Wer weiß, was noch kommt. Schredder. Ist ein bisschen hakelig hier. Na gut, wird reichen. Und auch du stellst noch ein Wachgeschütz auf. Überraschung. Das macht aber mittlerweile wahrscheinlich so viel Schaden. Genau, dass ich gar nicht mehr machen muss. Cool. Nee, sehr cool, wirklich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wachgeschütze hatte ich jetzt, glaube ich, am Ende einfach. Die muss ich noch upgraden, auf jeden Fall auch. Die sollen ja ein bisschen mehr Schaden noch gerne machen. Habe ich gar nichts gegen. All units fighting the Kaiju. Can you hear me? Who's that? How'd you get on this channel? Wait, here's a girl Miwako was helping. Ach, ihr wisst gar nicht, dass das kleine Mädchen... Hä? Aber wurde das nicht schon gesagt nebenbei? Nee, das stand nur in ihrem Namen. Is that you, Chihiro? I'm Chihiro Morimura. What? That's our teacher's name. I'm going to evacuate the populace all at once. Readouts say 1.2 million people in Sector 4. They'll all be force-shifted to the year 2025, as in Sector 3. Aber ist Sektor 3 nicht schon zerstört? To the year 2025? You're shifting over a million people? Ja, aber...
okay, ich meine, okay, Sektor 3 ist halt schon zerstört, aber da sind halt keine Gegner mehr wahrscheinlich, ne? That's all. Chihiro. Oder so? Ist es das, was du sagen willst? Ich bin mir nicht 100% sicher. Na gut. Ja, Fuyusaka hat ein bisschen Schaden bekommen, aber das ist in Ordnung. Ist halt ein bisschen schade, dass nur nach Schaden, oder wird das nur nach Schaden bewertet? Ha. Kurabe hat die meisten Punkte bekommen, mit Abstand. Und das, obwohl er nur Wachgeschütze aufgestellt hat. Was für ein Zufall. Find ich super, super toll. Will ich noch einen Kampf machen heute? Wir können gerne noch einen Kampf vielleicht machen. Spricht eigentlich, glaube ich, nichts dagegen. So. Bonus-Ziel abgeschossen. Stoffhase dafür bekommen. So, mehr Mysterienpunkte. Wobei es halt jetzt hier ein bisschen kritisch natürlich langsam aussieht. Takamiya im Angriffsteam. Wer ist Takamiya? Du bist Takamiya. Du darfst gerne im Angriffsteam sein. 2, 3. 4. Das ist ein 6. Das sind jetzt 6. Jetzt seid ihr natürlich beide weg. Ich guck mal eben bei dir ganz kurz rein. Wachgeschütz. Dafür aufwerten mal eben. Oh, ich habe aber wieder einen. Okay, ich habe wieder einen Gemeta-Chips mittlerweile dazu bekommen. Das ging dann doch recht flott hier. Schneller als ich gedacht hatte sogar. Will ich noch, dass du irgendwas Wichtiges hast? Panzer brauche ich einen Raketenwerfer. Klingt auch super. Aufwerten. Zweimal zumindest. Und ausrüsten. Schildmodul. Zu bündeltem Umfeld abschirmt. Nehmen wir. Und auch das rein da. So. Dann können wir das auch eben machen. Dann machen wir noch den einen Kampf und am nächsten Mal geht es erstmal wieder mit der Story wie geplant weiter. Ich denke, das ist ganz sinnvoll. Okay. Look! All the people vanished from the city. It looks like the battlefield is totally empty. She really evacuated 1.2 million people. You did all that, Chihiro? That's crazy, Chihiro-chan. What did she even do? The D forces are coming, but it's like she said. Now we can fight without worrying about collateral damage. Yikes. There's a ton of those bug guys coming this way. They're bigger than tanks, but still too small for sentinels. Workers. About 8 meters in size. They're general purpose drones that can handle any terrain. Oh, heißt das, sie können auch über Häuser gehen oder wie? Ach ja, okay, es gibt sowieso schon fliegende Gegner, alles gut. Warum mache ich mir Gedanken darüber? They can also link up with the quadruped units. They form a kind of crane arm. Oh, okay. Was soll das bedeuten? Na gut, meinetwegen. Aber zerstören wir die Kaiju. Natürlich tun wir das. Aber okay, interessant, dass jetzt einfach mal eben 1,2 Millionen Leute hier wegteleportiert wurden, quasi. Wir wissen ja mittlerweile, dass es keine Zeitreise ist in dem Sinne. Bin halt noch gespannt, ob es überhaupt Zeitreise gibt. Aber ich gehe momentan von Nein aus. Und dass es für Sektor 0 auch noch irgendeine andere Begründung einfach gibt. Also, warum der genauso existiert. Ja, fangen wir an mit Generation 2 mit dir. Wie immer. Wachgeschütz plus 4. Hahaha. Oh, die Gegner kommen mal gerade von allen Seiten. Aber das ist in Ordnung, wenn wir ein paar Wachgeschütze haben. Auf Dauer. Dann kann ich damit schon klarkommen. Alles gut. Bewegen uns mit euch einfach mal schon ein bisschen näher an den Rand jeweils. Du kannst in die Richtung ein bisschen gehen. Der nächste, oder die nächste meinetwegen auch. Du kannst in die Richtung schon mal ein bisschen vordringen. Du kannst in die Richtung ein bisschen vordringen. Und du kannst meinetwegen so hier vordringen, weil auf der anderen Seite ist das Wachgeschütz schon mal. Okay. Fangen wir an mit... ach, du hast nur Nahkampf, ne? Ja, auch einen Sprungangriff. Drauf da. Ist ja nur Kleinvieh hier unterwegs gerade. Damit habe ich doch kein Problem. Genau, das ist das, wo Gegner umgeschossen werden, die sich im Weg befinden. Einen Moment, ich möchte bitte... Ach, da kann ich nicht drum herum, schade. Mann, ist das fummelig hier. So, es ist wirklich nicht leicht, das zu steuern. So. Bam, 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 bam. Und ich kann schon mal den nächsten steuern vielleicht. Wobei, ihr braucht noch gar nichts machen.
Hier, Langstreckenraketen, das ist es, was ich gerade brauche. So, und das jetzt da mitten rein, bitte. Ja, bitte. Bitte, auf einen Schlag. 150. Über 150 auf einen Schlag. Das ist es. Das ist es, was ich haben will. Ja, die Partyzusammenstellung ist gerade wirklich kacke. Ich gebe es zu. Es ist wirklich keine gute Partyzusammenstellung. Oh, da kommen gerade einige Gegner her. Einige Gegner, ja. Multiraketen, bitte. Weg damit, bitte. Oh, da sind einige, die mehr ausgehalten haben. Auf jeden Fall bei. Und wir springen nochmal da rein. Da auf die stärkeren Gegner vor allem. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Was ist denn da passiert plötzlich in der Zeit, in der ich nicht hingeguckt habe? Ja, das wird es wohl nicht sein, was ich gerade brauche am ehesten. Ich denke, Vorstürmen ist schon gar nicht so schlecht vielleicht. Weg, 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 weg mit einigen. Ich sehe, das sind einige. Ja, gerade wenn du doch nur hier wärst, wenn du kein Burnout hättest, nicht wahr? Das wäre es doch wohl. Das wär, wobei, er war auch Generation 1. Na, okay, nee, weil man braucht gar keine Generation 1. Wirklich nicht. Ich brauche einiges, aber das ist es nicht, was ich brauche. Holy shit, das sind so viele Gegner. Ich habe überhaupt keine Übersicht mehr gerade. Über irgendwas. Für mich eigentlich haben sie nur einen großen Gott. Guck mal, der ist noch nicht ganz besiegt. Okay, aber fast besiegt. Ich guck gerade, wo kann ich möglichst großflächig irgendwas wegschießen. Da, von wegen. Ich hoffe halt gleich, dass Shinonome. So, Shinonome heißt er. Wenn sie mich erinnern, dann möchte ich auf jeden Fall noch mehr Wachgeschütze aufstellen. Oh, da, für diese Mission bräuchte ich halt wirklich mehr Wachgeschütze. Nicht bei der letzten, hier bräuchte ich sie. Aber hier konnte ich es nicht mitnehmen, die ausreichenden, ja, die notwendigen Charaktere. Weg. Es tauchen auch gleich wieder drei Haufen von Gegnern auf. Drei neue. Vorstürmen, da bitte rein einmal. Weg, 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 weg. Ja. Oh, was ist mit ihr? Okay, sie haut ab. Glaube ich. Ah ja, sie muss sich zurückziehen. Gerade mal. Oh, scheiße. Ja, okay. Ich habe gesagt, noch einen Kampf heute, ne? Und dann ist das hier der letzte Kampf. Wirklich, Spiel, wirklich. Ist das der, muss das der letzte Kampf jetzt so sein? Oh, verdammt nochmal. Guys, please. Ich brauche jetzt ein Wachgeschütz. Ich glaube, mein Wachgeschütz ist mittlerweile auch wahrscheinlich kaputt, ne? Also, weil ich sehe es gerade nicht mehr. Wahrscheinlich wurde es mittlerweile schon zerstört, schon längst. Und wir haben auch noch 46% Abwehr. Okay, ja, die Mission könnte gerade mein Ende sein erstmal. Mein erstes Game Over. Mhm. Ich sehe das wohl. Wir haben, nicht mal 30 Sekunden rumgekriegt. Keine Ahnung, wie ich diese Mission angehen soll. Ich bin erstmal froh, wenn ich es jetzt überhaupt noch durchschaffe, aber selbst das bezweifle ich mittlerweile ein bisschen. Also, dass ich überhaupt noch, ja, den Kampf überlebe. Dahin, alles rein da. Mhm. Okay, zumindest ist Sekigahara gerade schon mal ein bisschen, ja, gerettet. Ist nicht mehr ganz so von Gegnern umzingelt, von allen Seiten. Ich bin gerade ein bisschen angespannt, vielleicht hört ihr das. Tut mir sehr leid. Tut mir sehr leid, aber du reparierst dich bitte einfach erstmal. Du musst dich mal unbedingt rausspringen dafür. Du kannst auch einfach... Ja, keine Ahnung. Hau halt ab. Hau halt einfach ab. Hä, reparierst du dich gar nicht? Ich dachte, du bist schon längst am Reparieren. Hau bloß ab. Hau bloß ab, du. Mhm. Oh, das schießt auch einfach mitten rein da. Ich muss das unbedingt loswerden direkt.
Und wer hat panzerbrechende Munition schon noch? Oder panzerbrechendes irgendwas halt? Oh, sie auch noch? Was ist denn los? Wir müssen nichts machen. Oh, scheiße. Shredder. Da drauf. Fuck, es reicht nicht mal halt. Aber er ist gleich repariert. Und Niederlage. Es tut mir auch wirklich leid. Es tut mir auch wirklich leid, dass das das Ende des Parts heute ist. Nein, ich denke mal, jetzt habe ich aber... Ja, ich glaube, ich lasse die sich erstmal ausruhen und, ich muss es anders machen. Wir machen jetzt mal Erholung hier, das wird sonst nichts. Ich brauche auf jeden Fall mehr Wachgeschütze hier. Das ist ganz, ganz wichtig für diesen Kampf. Von euch brauche ich halt wesentlich weniger. Also, die einfach draufhauen. Da kann ich dich... Das reicht wahrscheinlich, ja. Dann werfe ich dich noch raus. Und habe lieber noch was mit dabei, was mit Multiraketen und sowas schießen kann. Ich denke, das ist gerade für mich das Beste einfach. Und ich upgrade auf jeden Fall hier die Wachgeschütze ab. Auf jeden Fall. Meinetwegen auch noch weiter. Oh, das war es jetzt langsam mit Punkten. Wachgeschütz. Und jetzt würde ich nochmal eben da reingehen. Was? Wen habe ich denn so viel jetzt drin? Hä, habe ich nicht gerade noch jemanden rausgenommen? Ach nee, ich habe... Hä? Jetzt bin ich verwirrt, was habe ich getan? Na gut, dann werfe ich halt einfach dich raus. Ja. Ja, wir machen das so jetzt. Vielleicht ist das sinnvoll, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch eine wirklich dumme Idee. Das ist in Ordnung. Ich habe manchmal dumme Ideen. Und jetzt werde ich gleich komplett mit Wachgeschützen um mich werfen. Ja, ich weiß, habe ich schon bemerkt, wir sind wirklich, wirklich nervös und es laggt einfach mittlerweile. Ach ja, hätten sie doch einfach mal vernünftig animiert, die scheiß Gegner, ne? Hätten sie das doch einfach mal gemacht. Das schafft der Playstation scheinbar nicht. Weil das einfach zu viele Sachen sind. Auf einmal. Hm. Vorstürmen. Gut. Aktion, Multiraketenwerfer. Weiter in die Gruppe da rein. Bam. Holy, wie können das denn so viele Gegner sein? Die ganze Karte ist einfach rot. Bisher konnte man bei allen Missionen einfach mal gucken. Ja, da kommen gerade die Gegner her, da kommen gerade die Gegner her. Nee, jetzt kommt es einfach von überall gleichzeitig. Oh Mann, da ist schon wieder so ein Vieh dabei, was auf jeden Fall panzerbrechende Munition braucht. Ja, das bringt mich alles nicht weiter hier. Einfach rein da erstmal. Da kommen auch gleich noch mehr Gegner hin, also so ist nicht. Und da oben rechts kommen auch gleich noch mehr Gegner. Ja, da sind noch... Oh, ja. Mhm, schön. Panzerbrechender Raketenwerfer trifft das. Das ist viel zu weit weg. Das ist alles viel zu weit weg. Lad deine EP auf. Bitte. Nein, nicht das. Da, Bündellaser. Oh, das hat nicht ansatzweise viele gebracht, wie ich mir erhofft hatte. Nicht ansatzweise. Nein. Aktion. Shredder. Da bitte draufkloppen. Okay, schon mal weg. Das ist gut, das ist beruhigend. Das ist alles... Oh, ist das beruhigend hier. Ich finde keine Dialoge-Session jedenfalls immer stattfinden, wenn Leute fast besiegt sind oder so. Auch wenn sie mich ein bisschen traurig machen, weil das dann heißt, dass sie fast besiegt sind, aber... Ich verstehe schon so vom Prinzip her, ne? So vom Prinzip her. Mmh. Ist ein Wachgeschütz hier doch nicht so sinnvoll, wie ich erhofft hatte. Wie ich mir erhofft hatte. Das sind Debuffs quasi. Hier. Hätte ich lieber den Großen mitgetroffen, glaube ich, weil die sind jetzt eh tot, aber. Ja, das hat keinen Sinn gehabt. Das hat gar keinen Sinn gehabt. Oh, ist das alles traurig. Wo bist du denn? Du bist hier und in Gefahr. Ach, wegen dem Bevolver oder so wahrscheinlich, ne?
Den wird er schon selbst wegkloppen können. Wenn er dann nochmal drankommt, ist halt das Ding. So, ich mach die einfach weg. Du bist dran? Du bist dran. Ja, 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 alles gut bei dir. Ich kümmere mich schon um dich. Der Gegner ist noch da, ja, ja. Mach ihn weg. So. Und jetzt würde ich ja sagen, reparier dich einfach erstmal und ruh dich aus, aber... Verdammt, ich habe doch keine... Ich habe doch gar nicht die Möglichkeit, hier eine Pause zu machen, quasi. Immerhin sind wir noch bei 96% gerade. Wir sind noch bei 96%. Wir haben nur einen, der beschädigt ist, wirklich. Das ist alles noch im Rahmen, eigentlich. So, das sind nämlich die meisten. Ich glaube, ich schäme jetzt einfach mal ab. Hier ein Kraftfeld kriegt ihr. Sage ich, und Amiguchi wird beschädigt. Weil er der Einzige ist, der jetzt nicht unter dem Kraftfeld ist. Und halt, Hijiyama, ich weiß nicht mehr, wie er mit Vornamen heißt. Oh, fuck, ey, wie kann das Ende jetzt noch so lange dauern hier? Ach komm, beweg dich darüber. Weg! Danke, das war unnötig in Länge gezogen, jetzt das Ende nochmal. Auf jeden Fall sehr, sehr unnötig. Okay, das war's. Huiuiui, huiuiui. Back in the days when I ran with my gang, I used to talk about how I wanted to tear this whole city down. Never thought I'd actually end up destroying it in some big robot battle. But you're still fighting to protect it. There's not much more we can do. Yeah, who asked you? What the hell would you know about how I feel? If you're going to lash out at people, could you try not to do it when our lives are at stake? Who asked you? Come on, Yuki-chan. Yeah, I... Look, I'm sorry. All this shit's just getting to me. Kommt sie kurz dazwischen und schon beruhigt sie sich wieder. Cute. Cute. Belassen wir es dabei. Ja, okay. Okay, okay. Das war trotzdem ein harter Kampf. Ich will gar nicht wissen, wie die anderen beiden Kämpfe so werden. Die jetzt noch übrig sind, glaube ich, in diesem Abschnitt erstmal. Und danach wird es ja wirklich nicht leichter wahrscheinlich. Danach wird es ja wirklich nicht mehr leichter. So. Neue Fähigkeiten auf jeden Fall. Rang B, das ist okay. Ich bin froh, einfach durchgekommen zu sein. Beim zweiten Versuch immerhin. Ich hatte Takamiya aus dem Angriffsteam genommen. Ich habe doch extra vorher drauf geachtet gehabt. Super. Das ist großartig. Nein, nicht zur nächsten Welle. Ich bin erstmal fertig hiermit. Das machen wir mal sehen, wann. Beim nächsten Mal machen wir erstmal wieder ein bisschen mit der Story weiter. Ich hoffe, euch hat dieser Folge gefallen. Auch wenn ich mich ein bisschen blöd angestellt habe jetzt im letzten Kampf auf jeden Fall, aber das war auch... Wow, also im Gegensatz zu den vorherigen Kämpfen war das ein sehr, sehr plötzlicher Anstieg im Schwierigkeitsgrad, meiner Meinung nach. Na gut, lasst mir mal gerne einen Kommentar da und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.